Scheint ja eine größere Reise zu werden. Wohin geht's denn? Die Herren hören sich in Schweigen. Alles wegen der Tanker. Ich habe eben Temperament. Ich habe nicht so langweiliges Blut in meinen Adern wie Sie. Mag sein, dass Sie Ihre bekannten Ausbrüche fürchtet. Aber da ist das Luder wieder in ein Fenster hineingeflitzt. Na, sowas. Na, ich kann dir sagen, ich habe eine Angst gehabt, dass die Angelschnur abreißt. Aber ich hab sie. Wo sind die 50 Pfennig? Ich bewundere Sie, Fräulein Lohr. In allem, was Sie sagen, haben Sie recht. Es ist doch so einfach, zufrieden und glücklich zu sein. Sag mal, kannst du mich eigentlich gar nicht leiden? Gar nicht. Sehr schlau war Ihre Spekulation. Aber bestimmt, Sie wissen nicht, dass ich bin verlobt mit dem Fürsten. Finsterin, die bei dir. Weg von der Tür. Na! Oh mein Gott! Eines Tages hätte sie es ja sowieso erfahren. So einer wie du? Nee, bitte schön, lass uns mehr aushämmern. Aber Burge! Auslassen, sag ich! Das Beste wäre gewesen... Ach, was das Beste ist, seine Niederlagen so genussreich zu gestalten wie seine Robben. Ich habe jetzt nicht mehr den Wunsch, in Ihrer Nähe zu wohnen. Und für Sie nichts weiter zu sein, als ein kleines Ferienabenteuer. Musik.